your engines. Jetzt gibt's was ganz Feines auf Pitwalk TV, denn jetzt spricht der wohl beste Motorsportler aller bisherigen Zeiten. Walter Röhrl ist zu Gast in gleich zwei Extra-Ausgaben von unserem großen Motorsport-Experten-Talk. Das Ganze dieses Mal nicht aus dem Studio, sondern live vor Ort aufgenommen in Wasserburg am Inn. Bei einer Veranstaltung, die bereits am 3. Oktober stattgefunden hat, auf dem Gelände des Einrichtungshauses Huber Mein Lebensgefühl in Wasserburg. Dort hat der Verein in Isar Racing ein großes Oldtimer-Treffen mit mehr als 300 Fahrzeugen und mehr als 3000 Besuchern ausgerichtet. Ich, Norbert Okenga, durfte das Ganze moderieren in meiner Eigenschaft als Bahnsport-Experte für den Fernsehsender Eurosport und für den Streamingdienst Discovery Plus. Denn schließlich ist in Isar Racing dem Wesen nach ein Verein, der es sich auf die Fahnen geschrieben hat, den Motorradsport zu fördern. Ice Speedway, beispielsweise mit Max Niedermayer, mit Markus Jell, der auch Flat Track fährt, mit Max Niedermayer Junior. Speedway mit Selina Liebmann, das sind die Hauptbetätigungsfelder von in Isar Racing. Allerdings hat in Isar Racing und deren Chef Christian Platzer blitzschnell geschaltet und gesagt, wir nutzen die unglaubliche Popularität vom weltbesten Motorsportler aller Zeiten, um ein klein bisschen abstrahlen zu lassen auf die Randsportart, die Bahnsport, die Speedway nun einmal ist. Und darum hat man keinen geringeren als Walter Röhrl eingeladen. Und genau mit Walter Röhrl gibt es jetzt zwei Gesprächsrunden, aufgenommen live in Wasserburg am Inn bei Huber, mein Lebensgefühl. An jenem 3. Oktober beim ersten riesigen Oldtimer-Treffen von in Isar Racing. Und ich kann euch jetzt schon versprechen, Walter Röhrl ist immer ein ganz besonderer Genuss. Das wisst ihr als Stammleser der Zeitschrift Pitwalk natürlich auch aus jenen drei Ausgaben, mit denen wir uns ausgiebig mit Walter Röhrl beschäftigt haben. Eine davon ist bereits vergriffen, zwei gibt es allerdings noch. Eine große Personality-Geschichte über den Regensburger, was ihn so einzigartig macht, was er für Erinnerungen hat. Die steht in dieser Sonderausgabe in Heft Nummer 36, das erschienen ist zum 70. Geburtstag von Walter Röhrl. Und schon viel früher hatte ich die Möglichkeit, einmal mit Walter Röhrl mitzufahren. Das steht in dieser Ausgabe. Im Talk wird nachher auch die Rede davon sein, wie es sich anfühlt, an der Seite von Walter Röhrl zu fahren, was man da mit fachkundigen Augen beobachten kann. Dieses Heft mit Sicherheit allein deswegen schon lesenswert, weil man da genau mitkriegt, was Walter Röhrl fahrerisch so einzigartig macht. Und ebenfalls im Talk mit drin gibt es einen Verweis auf ein Gespräch, eine Geschichte mit Harald Groß. Das ist die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Walter Röhrl wird auch da was dazu sagen. Das Cover seht ihr hinten hinter mir an der Wand hängen. Also tut euch selbst den Gefallen und schaut nicht nur diesen Experten-Talk mit Walter Röhrl an, sondern surft auch einmal vorbei auf der Internetseite pitwalk.de, denn dort gibt es im Shop sowohl Ausgabe 4 mit der Mitfahrt als auch Ausgabe 36 zu Ehren des damals 70. Geburtstags von Walter Röhrl noch zu bestellen. Und ich kann euch versprechen, das wird sich auch heute immer noch lohnen. Es wird immer noch ein Erlebnis sein, diese beiden Hefte, die großen Walter Röhrl-Geschichten zu lesen. Heft 4 und Heft 36, das sind diejenigen, die ihr unbedingt haben müsst. Spätestens dann, wenn ihr den ersten und vielleicht Ende der Woche den zweiten Talk mit Walter Röhrl geguckt habt. Jetzt aber zunächst einmal viel Spaß, guten Genuss bei einem unglaublichen Gespräch mit einem unglaublichen Menschen. Isar Racing, freue mich, Sie begrüßen zu dürfen, wenn auch ein bisschen später. Mein Name ist Norbert Okenga. Ich bin einigen vielleicht bekannt von der Stimme als Fernsehkommentator auf Eurosport oder im Stream auf Discovery Plus von der Rallye Dakar beispielsweise oder auch der Speedway WM, wo wir nachher noch drauf kommen werden mit einigen Gästen. Jetzt möchte ich zunächst einmal den Stargast des Tages vorstellen. Einige von Ihnen haben schon Autogramme von ihm bekommen. Für die anderen bin ich sicher, wird er nachher noch jede Menge Zeit sich nehmen. Walter Röhrl, zweimaliger Rallye-Weltmeister, und man sagt ja so schön, Walter, du seist der beste Autofahrer der Welt. So ein Krumpf. Schön, dass du da bist. Wir haben uns natürlich erstens sehr gefreut, dass du den Weg hierher gefunden hast als lebende Legende.
Und ich möchte eigentlich mit dir in ein paar lockeren Runden mal ein bisschen zurückblicken, wie du dir den Ruf erarbeitet hast, dass du der Beste der Welt seist. Ein Exponat, was hier hinter Ihnen steht, spielt darin eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Ein Audi S1 aus der, man sagt so schön, der goldenen Ära des Rallye-Sports, die Monster der Gruppe B. Und ich habe neulich nochmal geschaut in alte Aufzeichnungen. Du hast gesagt, zu der Zeit gab es eigentlich nur drei Fahrer, die tatsächlich solche Monster haben bewegen können. Ja, es war wirklich so. Die Gruppe B war natürlich der Gipfel in der ganzen Epoche des Rallye-Sports. Und wir hatten dann zum Schluss mit dem Auto, im Rallye-Auto 535 PS. Und natürlich keine elektronischen Helferlein so wie heute. Und da haben sich halt schon mal die Buben von den Bübchen getrennt. Gell? Da hat es vielleicht noch drei Leute gegeben, die schnell fahren konnten. Aber da war ganz entscheidend, dass, wie ich zum Beispiel, ein unheimlich fotografisches Gedächtnis gehabt. Denn das ist recht schön, dass der Beifahrer was vorliest. Aber wenn du 535 PS hast und dir nicht vorstellen kannst, wenn der vorliest, über Kuppe rechts voll, wie das ausschaut, kannst du nicht die richtige Linie fahren. Und das war sicher der größte Vorteil in meiner Karriere, dass ich ein unheimliches fotografisches Gedächtnis hatte. Ich habe 90%, was mit der Christian vorgelesen hat, ist der Film abgelaufen, ihr wusst, wo es hingeht. Und das war das bei dem Auto unheimlich wichtig, weil, wie gesagt, 535 PS, Beispiel, wir haben von 0 auf 160 auf einer Schotterstraße in 6,3 Sekunden beschleunigt. Das muss man sich mal vorstellen, von 0 auf 160 auf einer Schotterstraße. Auf einer eigentlich öffentlichen Schotterstraße wohlgemerkt, ja, nicht nein, auf dem Hockenheimring oder sowas, sondern... Wettbewerb, weil die haben wir das einmal getestet natürlich. Ne? Also das Auto, oder von 0 auf 100 am Asphalt, nach 37 Meter bist du 100 gefahren vom Start. Also das sind Dinge, das hat mehr mit dem durch die Gegend schießen zu tun gehabt, wie fahren. Wir sind sicher in den Kurven langsamer gefahren, wie die heute mit den modernen Autos, aber halt auf der Geraden, die Autos, das war unglaublich. Und da war halt, wie gesagt, da war die Spitze ziemlich eng gesät. Auf der anderen Seite war es damals viel leichter zu gewinnen, weil sich der Gute viel klarer vom weniger Guten abgesetzt hat. Heute sind die Autos leider Gottes zu dominant, dass sie alle schnell fahren können. Ich habe jetzt wieder gesehen, heute in der Früh habe ich Motorsport aktuell gelesen, die fahren auf 30 Kilometer und sagen, da ist ein Sekundenunterschied. Auf 30 Kilometer war ich eine Minute schneller wie die anderen, nicht eine Sekunde. Ja, eine Minute ist gut. Ich wollte eines der zentralen Erlebnisse aus deiner Karriere gleich in Relation setzen dazu. Wenn man sich in der Szene auskennt im Rallye-Sport und den Namen Walter Röhrl hört, dann gibt es eine Wertungsprüfung, die sofort ins Gedächtnis ruft, nämlich die heißt Arganil. Da waren es nicht eine Minute, da waren es auf den nächsten, der das gleiche Auto hatte wie du, 5 Minuten. 4 Minuten 51 war der zweite. Es war nebelig wie Sau, auf gut Deutsch gesagt. Und du warst sowieso schon geladen aufgrund eines Vorkommnisses mit Marco Allain, deinem damaligen Teamkollegen bei Fiat, vorher. Erzähl mal. Also ich muss sagen, richtig schnell gefahren bin ich ganz selten in meinem Leben, weil ich immer das Risiko möglichst gering halten wollte. Außer ich habe einmal einen dicken Hals gehabt. Dann war es natürlich, und das war an dem Tag so, ich habe die Rallye vom Start weg geführt. Und war so 4 Minuten vor Marco und wir waren aber schon 10 Minuten vom ganzen Feld. Und der Marco hat natürlich immer noch einen Haufen Hektik verbreitet, hat irgendwo Geräusche am Auto gehabt, hat gefunkt, also der Service muss ihm entgegenkommen. Und ich bin von der Sonderprüfung rausgefahren auf einer Bergstraße, die links und rechts zugeparkt war, wo nur eine Spur frei war. Und dann komme ich ums Eck rum, kommt mir der Service entgegen, ich sehe schon, die Vorderräder stehen schon und fragt mich frontal zusammen. Also Kühler kaputt, das rechte Vorderrad ist so gestanden. Also ich war richtig geladen, die haben dann in 20 Minuten haben das Auto mit der Schnur wieder einigermaßen die Spur hingestellt, neue Kühler eingebaut und dann sind wir eben, kam diese Sonderprüfung, wo der Nebel war und dann habe ich am Start gesagt, nicht Christian, ich habe gesagt, Geister, verschnall dich an, weil jetzt fahre ich eine hin, dass sie alle die Lizenz abgeben. Da war ich 4 Minuten, 51 schneller wie der Zweite und von diesen Erlebnissen, so gab es mehrere in meiner Karriere, daher stammt dieser blöde Spruch, dass ich der beste Autofahrer war, weil ich halt ab und zu Dinge getan habe, wo die Herren nicht verstanden haben. Aber sonst war der ganz normaler Mensch. Ja, aber der Spruch, der wird regelmäßig wiederholt. Ich habe gerade eine Geschichte gemacht mit Harald Groß, einem weiteren Urgestein der 80er, frühen 90er Jahre, aus deiner Zeit auch. Wir reden ja da über die Mitte der, Ende der Anfang, Ende der 70er, Mitte der 80er rum. Und Harald Groß hat mir für die Geschichte in unserer Zeitschrift Pitwalk damals gesagt, du seist auch einmal mit ihm mitgefahren in einem Porsche 935 in der deutschen Rennmeisterschaft, meine ich? In der Weltmeisterschaft. Weltmeisterschaft sogar. Und Harald sagte wortwörtlich,
Der ist auf allem schnell. Den kannst du auf einen Schleifstein setzen und der wäre immer noch der Schnellste. Ja, ich bin noch nie in 9,35 gesessen gewesen. Es war 81. Und dann hat der Harald Groß irgendwie mit dem Werk korrespondiert. Ich habe gesagt, Mensch, ich brauche halt noch einen gescheiten Co-Piloten. Und habt ihr nicht irgendwie einen gescheiten Motor, den man mal probieren könnte? Und dann haben sie gesagt, ja, wenn der Röhrl wieder mitfährt auf dem Auto, ich war damals 81 bei Porsche, kriegen wir so einen Experimentiermotor mit 800 PS. Und ich habe natürlich naiv für die Ball gesagt, ja, fahre ich damit. Hab nicht gewusst, was ein 935 wirklich für ein Auto ist. Bin dann nach Silverstone geflogen und es hat in Strömen geregnet. Ja, und dann war im Team war Jochen Maas, Jackie X mit den 936 und wir mit 935. Und zuerst haben sie die Sportwagen trainieren lassen, also X und Maas, und dann sind die GT-Autos gekommen. Dann sagt der Jochen Maas, da muss ich jetzt schon da bleiben, wenn ein Rallye-Fahrer das erste Mal in einem Rennauto sitzt und ein 935er, was der mit dem Auto macht. Dann bin ich in der fünften Runde Gesamtbestzeit gefahren und habe gesagt, mit dem glaube ich, haben wir keinen Spaß. Und am nächsten Tag, er hat das Rennen gewonnen, war nicht zu vermeiden, weil nämlich die 236er haben ausgefeuert beim Regen und es hat 1000 Kilometer geregnet wie in Strömen. Ja, damals war ich noch ziemlich jung und unbedacht. Ich habe mir das Auto geguckt und bin halt einfach mit 200 quer durch das Eck durchgefahren. Und das haben die alle nicht verstanden, wie das geht. Da ist natürlich die große Frage, die sich aufdrängt, wie kommt sowas? Wo kommt das Talent eigentlich her? Und auch das ist ja wieder mal eine Geschichte, die eigentlich unglaublich ist, weil eigentlich ist die Ursache darin gelegen, dass dich jemand genervt hat, der zu viel im Auto mit dir geraucht hat. Ja, also erst muss ich sagen, ich habe nie davon geträumt, Motorsport zu machen. Mein Sport war Skifahren und Rudern. Vom Kind des Beinen an habe ich das betrieben und bin halt dann immer am Wochenende zum Skirennen gefahren und habe da einen Freund mitgenommen, der auch Skirennen fuhr. Und der hat mir immer eingeredet, dass ich unbedingt Rennfahrer werden muss. Ja, freilich. Und soll das der liebe Gott, ne, wenn ich fahre. Ich habe kein Geld gehabt für sowas. Kurzum, ich hat dann irgendwann gesagt, du, wenn es nichts kostet, würdest du mal fahren? Sag ich, ja, wenn es nichts kostet, kann ich schon mal fahren. Ne? Und dann bin ich über 3 Jahre verteilt 5 Rallyes gefahren mit Autos, die er zu Leihen genommen hat. Und aufgrund dessen kam dann ein Telegramm von Ford Deutschland, alles klar zur Vertragsunterschrift. Das habe ich dann gemacht, aber ich habe gesagt, mein Beruf gebe ich nicht auf. Ich mache das so nebenbei und bin dann 71, ein Jahr lang, da war ich 24 Jahre alt, muss man sich vorstellen. Ich bin in Go-Kart gefahren, nichts in meinem Leben. Und mit 24 Jahren bin dann in so ein Cabrio gesetzt. Und die erste Rallye war eine Winterrallye in Bad Tredwitz. Und dann bin ich da losgefahren und dann ist mir halt nur aufgefallen, dass alle anderen so langsam fahren. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich schnell fahre. Aber kurzum, das war, so habe ich das 71er Jahr, also ich sollte ein Gruppe 1 Cabri fahren, ein serienmäßiges Auto, und es gab ein Gruppe 2 Cabri, das hat damals der Starfahrer in Deutschland, das war Jochi Kleint, der ist ja Jochi gefahren, aber nach der ersten Rallye hat dann Ford Köln bereits entschieden, dass ich das Gruppe 2 Auto fahre. Und dann, aber Ende von 71 wollte ich wieder aufhören, weil ich zu Hause so Probleme gehabt habe mit meinen Eltern, die jedes Mal eine Szene abgespult haben, wenn ich weg war, wie wenn ich nicht mehr heimkommen würde. Ich habe gesagt, ich muss wieder aufhören, ich halte das nicht aus. Dann habe ich von November 71 bis April 72 bin ich dann nichts mehr gefahren, aber ich war schon so infiziert, dass ich gesagt habe, ich möchte wieder fahren. Habe ich wieder angerufen in Köln. Sie haben gesagt, ja, lieber heute wie morgen. Ja, selbstverständlich. Und das ist sehr wichtig. Wir haben heuer eine große Rallye in Deutschland, diese Olympia-Rallye zur Olympiade in München. Da können Sie fahren, Sie müssen aber unbedingt vorher noch eine Rallye fahren, damit Sie wieder in Schwung kommen. Da bin ich dann auf die Baltic-Rallye gefahren, wo ich auf Anhieb gewonnen habe. Und dann bin ich zu dieser Olympia-Rallye gegangen, wo ich erstmal mit den großen Namen, Mikola, Waldegard, Alpzonen, da habe ich nur, das waren für mich Götter natürlich. Und ja, bin dann mit einem Respekt hingegangen, habe Startnummer 26, glaube ich, habe ich gehabt. Und komme ans Ziel von der ersten Sonderprüfung. Der Zeitnehmer, der die Zeit hat, sagt, boah, Bestzeit. So viel verarschen kann ich mir selber. Das ist ein Beste für Sie. Das kann es ja nicht geben. Kurzum, das hat sich dann sofort gesetzt bei der Rallye. Dann habe ich bei der Hälfte von der Rallye habe ich gesagt, wenn das so einfach ist, dann will ich zeigen, dass ich der Beste auf der Welt bin. Ich bin von der Rallye heimgefahren, habe mir gekündigt, meine Scheuklappen aufgesetzt und habe gesagt,
Ich habe nur noch überlegt, was muss ich da, dass ich der Beste wäre. Und so hat es dann einigermaßen funktioniert, muss ich sagen. Und das hat dann für dich zunächst einmal geheißen, Lebensziel fortan, einmal die Rallye Monte Carlo. Also es gab ja damals keinen Weltmeister, gab es noch gar nicht. Es gab einen Europameister, das bin ich dann im zweiten Jahr schon geworden damals. Und, aber für mich war mein Lebensziel, einmal Monte Carlo zu gewinnen. Das war für mich, das zählt, das war, weißt du, als Laie hast du ja von dem Sport keine Ahnung gehabt, du konntest, hast nur Monte Carlo gekannt, so wie im Tennis einfach Wimbledon. Ja. Und dann, wie ich das erste Mal gewonnen habe, wollte ich wirklich aufhören. Das war also der 80, was natürlich dazu geführt hat, dass mein Beifahrer gesagt hat, wenn ich ganz dicht bin, dass der jetzt Moment, ich vielleicht ein Geld verdienen könnte, jetzt willst du aufhören. Und er hat mich dann überredet, mit folgendem Argument sagt er, das heißt also, du hörst jetzt auf, weil du nicht mehr Spaß hast am Autofahren. Also, wir sagten, dass ich keinen Spaß am Autofahren habe, ich will bloß halt, ich habe mein Ziel erreicht, mehr will ich nicht. Er sagt dann, dann kaufst du jetzt selber ein Auto und gibst dir Geld aus, damit du deinen Spaß hast. Das hat mich dann zum Überlegen angeregt, so, ja, hast du recht, weil so wird das sicherlich enden, dass man dann selber ein Auto kauft. Ja, und dann sind wir weitergefahren. Und dann habe ich aber gleich den nächsten Größenwahn in mir gespürt und gesagt, ich würde halt gern zeigen, dass ich der bin, der die Rallyes gewinnt, nicht das Auto. Und ja, und da habe ich halt das Glück gehabt, dass ich also insgesamt viermal hintereinander die Monte Carlo gewonnen habe auf vier verschiedenen Autos. Und das sind auch wieder so Argumente, wo diese Titel herkommen. Ne? Aber wie gesagt, das war natürlich auch ein Glück. Ich habe 82 war wenig Schnee, 83 war verhältnismäßig wenig Schnee, wo ich mit Autos gefahren bin, mit dem man GR normalerweise nicht gewinnen kann. Ja, und dann Ende 83 war es dann so weit, dass ich das Angebot von Audi, diese 80, damals abgelehnt habe, weil ich bei der Probefahrt von der Verspanntheit des Allrads so schockiert war, dass ich gesagt habe, ja, ohne Allrad wird es sicherlich nicht mehr gehen. Und zugleich hat Dr. Piech von Audi hat zu seinen Ingenieuren gesagt, Herrschaften, merkt euch eins, es ist immer billiger mit Röhr wie gegen Röhr. Schaut, dass ihr kriegt. Da bin ich zu Audi gegangen. Das Argument war nicht von der Hand zu weisen und es hat sich dann ja auch als segensreich erwiesen, nachdem du allerdings, und jetzt kommen wir schon langsam in Richtung der goldenen Ära der Gruppe B, nachdem du zunächst einmal Schwierigkeiten gehabt hast, dich einzustellen auf diesen neuen Allradantrieb. Du bist da teilweise unglaubliche Kisten gefahren, wenn ich das in meinem Alter mal sagen darf, ein Fiat 131 Abarth, das sah aus wie ein Kastenwagen, nur hinten eine normale Familienlimousine. Christian Geisdörfer musste dort auf der Rückbank Platz nehmen, einmal wegen Gewichtsverteilung. Ja, also ich bin in meinem ganzen Laufbahn nur heckgetriebene Autos gefahren gewesen. Den Frontantrieb habe ich sowieso immer abgelehnt. Das ist kein Auto, nicht, das ist eine Krankheit. Aber wie kommt man drauf, den Beifahrer auf die Rückbank zu setzen? Das große Problem war, dass wir zu wenig Traktion hatten. Der Fiat hat immer durchgedreht, dann haben wir mal Testfahrten gemacht. Da hast du gewusst, wenn er hinten gesessen ist, beim Beschleunigen auf losem Untergrund war das schneller. Der Fehler, den wir gemacht haben, war, dass wenn das Auto quer gegangen ist, hat man diese Masse, das Gewicht auch gemerkt und es hat länger gedauert, bis das Auto sich wieder stabilisiert hat. Das haben wir dann eben nach der RAC-Rallye wieder lassen und sind dann wieder normal gefahren. Aber probiert haben wir das damals gehabt, weil einfach das große Problem beim Zweirad immer war, die Kraft auf die Straße zu bringen. Wenn du viel Kraft hast und mit einem Zweirad ist zu wenig, da kannst du immer Vollgas geben, weil der nur durchdreht. Und das war auch die Gäbernis von dem Dr. Bier begriffen hat. Wenn man mehr Kraft einsetzen will, muss man die auf die vier Räder verteilen. Wie hat denn Christian Geisdörfer dieses Experiment überstanden? Ich erinnere mich an Bilder von dem, wie er bei einem Servicepark sehr, sehr hastig aus dem Auto rausgekommen ist, weil ich glaube, dem wurde schon ein bisschen grün und blau dahinter. Ja, das ist ja klar, normalerweise, wenn du vorne sitzt, dann sitzt du im Zentrum vom Auto und du bewegst dich, wenn du aber hinten sitzt, macht er die ganzen Bewegungen immer mit. Und der Christian ist sicher einer, der einen außergewöhnlichen Magen hat, aber das hat eben auch zugesetzt. Er sagt also, der eine Tag, das hat gereicht, also das wird er nicht mehr machen. Und wir haben auch dann festgestellt, dass es im Prinzip kein Vorteil nicht ist, weil einfach das Auto zu lang in der Querphase bleibt. Aber für mich war dann das Problem natürlich Vierrad. Dann haben sie gesagt, Vierer kann man nur fahren, wenn man mit dem linken Fuß bremst. Das ist ein Blödsinn, ich habe mein Leben noch nicht mit dem linken Fuß bremst. Die anderen, die heute versteht, der Rennfahrer, das kann man, weil die von Go-Kart fahren kommen, die können alle mit dem linken Fuß bremsen. Aber zu meiner Zeit war das halt noch nicht so. Dann habe ich einmal mich da ins Auto gesetzt, habe das einmal versucht ohne Linksbremsen. War, glaube ich, eine Rallye
November, bevor überhaupt die Saison begonnen hat, der erste Einsatz von mir, das war Köln-Arweiler. Das ist am ersten Tag, war es trocken, es ist einigermaßen gegangen, aber dann zeitnah in der Früh auf der ersten Prüfung war Frost und es war eine Prüfung in einem Wald und da war natürlich war Eis und das Auto fuhr geradeaus. Dann habe ich halt wieder mal mehr gelenkt, Gas geben, nichts. Dann wieder mal versucht, Handbremse gibt es keine bei dem Auto. Und bis ich geschaut habe, haben wir natürlich schon einen doppelten Salto geschlagen gehabt. Und ja, das geht schon gut an. Und da kann ich mich erinnern, als ich bei Fiat war und bin ich mal in Kanada gefahren und da war der Timo Mäkinen, damals Timo der Schreckliche, mein Teamkollege. Da hat er mir damals erzählt, sagt er, eins kann ich dir sagen, wenn du mal das Linksbremsen lernen willst, brauchst du mindestens 3 Autos. Dann ja, den ersten habe ich schon gehabt. Das ja. Und das war tatsächlich so, bei Monte Carlo, dann habe ich noch 2 weitere Autos gebraucht. Also 3 Autos waren kaputt und ich habe es immer noch nicht gekonnt. Und ja, aber dann kam es ja relativ schnell. Was war das, was Hanno Mikola, der vor dir war, oder Stig Blomqvist? Einer von den beiden Audi-Teamkollegen war auf den ersten Etappen der Monte noch vor dir, aber die konnten sich recht schnell warm anziehen. Ja, aber die waren nur von mir, weil sie mit den Reifen beschissen haben. Das war das Problem, ne? Weil wir haben alle 3 Autos am Service ist diskutiert worden. Auf der ersten Prüfung, was sie für Reifen fahren, ja, den Reifen Nummer 3, dann haben sie die 3 Autos aufgebockt, haben die Reifen montiert. Ich hatte aber Start Nummer 1 und wenn ich weg war, haben die anderen 2 die richtigen Reifen drauf gemacht. Das hat sich auf den ersten 2 Prüfungen so abgespielt. Ich war nach 2 Prüfungen, war ich 2 Minuten 40 hinten dran. Und dann habe ich zum Glück festgestellt durch einen Freund, der zugeschaut hat auf einer Sonderprüfung und der zu mir kommt, freudestrahlend sagt, du bist der Größte. Ich sage, ja, aber du hast den Zusatz vergessen, was da hinten dran kommt. Ich war 1 Minute 28 langsamer wie der Stick. So sagt der Walter, an der Stelle, wo ich gestanden bin, sind sich die Leute in den Armen gelegen. Und so viel schneller bist du gefahren wie alle anderen. Ich sage, wo bist denn du gestanden? Sagt, ich bin auf dem Col de Port, oben auf der Passhöhe, wo du ankommst, mit dem 5. links über die Brücke drüber. Dann sagt er, das hat passt auf 2 cm hinten und vorn. Dann sage ich zum Christian, das war eine der wenigen Stellen, wo der Reifen funktioniert hat. Weil alles andere war Matsch und dort wo man eine harte Schneedecke. Sag ich, das kann nur mit den Reifen zusammenhängen. Dann bin ich am Servicepunkt zu dem Mechaniker, der mit mir beim Training in Monte Carlo war, weil das war der einzige, den ich näher kannte, hat mir am Krawattelbach gesagt, Hans, wenn es die Rolex bringe die um. Was ist da los? Da stimmt doch was nicht. Ja, sagt er, wenn du weg bist, machen die anderen die richtigen Reifen drauf. Dann habe ich den Herrn Kumpel das einmal eröffnet, aber da waren, da hätte ich kein Mikrofon gebraucht, da hätten auch die da im Nachbar hätten das mitgehört, was ich ihm gesagt habe. Und habe ihm dann angedroht, wenn das noch einmal passiert, fahren wir zum nächsten Abgrund, steigen aus und schieben das Auto runter. Auf der dritten Prüfung haben wir dann bei alle die gleichen Reifen gehabt, 1 Minute schneller wie alle anderen. Und so ist dann zum Glück auch gut ausgegangen. Aber so viel zum Profisport. Da sieht man, wie es dazugeht. Also da gibt es nicht irgendwie, selbst vom Team, die waren so sauer auf mich, die Audi-Leute, dass ich in der 82 und 83 die Weltmeisterschaft damals versaut habe, mit dem Opel und mit dem Lancia, dass sich der Gumpert an mir da rächen wollte anscheinend. Aber wie gesagt, das ist in die Hose gegangen, aber das hat nicht lange gedauert, dann haben wir ihn entlassen. Und derer Geschichten gibt es noch eine ganze Menge, deswegen würde ich mich freuen, wenn du nachher noch einmal wieder auf die Bühne kämst zu einer zweiten Runde. Wir möchten das ja nicht zu lange machen, wir möchten auch nachher noch die Teammitglieder von Enisa Racing hier gemeinsam oder auch einzeln vorstellen, gerne auch mit dir zusammen. Neben dir wird dann nachher mal Selina Liebmann sitzen, das ist die beste Speedway-Fahrerin der Welt momentan, drum auch Damen-Speedway-Weltmeisterin inoffizieller Weise. Und dann lass mich noch kurz den Brückenschlag machen zu dem, was da hinten steht. Du bist ja auch schon mal auf einer Speedway-Bahn gegen einen sehr guten Speedway-Fahrer, Carly Meyer aus Neufinsing, gefahren damals. Viel Spaß haben wir. Ich bin heuer das zweite Mal gegen ihn gefahren. Das erste Mal. Gegen Carly. Wieder, ja, das erste Mal waren wir in Abelsberg damals. Auf einer 400-Meter-Bahn ist natürlich die Kurven sind so eng, dass du mit dem Auto einfach durch das hohe Gewicht im Prinzip keine Chance nicht hast. Das ist zwar ganz gut auf der Geraden und jetzt heuer haben wir das gleiche nochmal gemacht in Landshut und zwar mit dem neuen Porsche Dakar. Da gibt es so ein 4er-getriebenes Auto, das war ein Serienauto, das war wieder lustig. Der Kadel hat sich 4 Wochen lang vorbereitet, hat Fitnesstraining gemacht, er ist immer noch der gleiche wie früher, sehr ehrgeizig und es war wirklich schön und es war wieder das gleiche. Wir haben dann die Telemetrie dabei gehabt, die ist ja halt alles möglich, wo du alles messen kannst.
Auf der Geraden zum Beispiel war ich mit dem Porsche schneller, aber beim Kurveneingang, da bin ich 72 gefahren, da fahrt er 89. Und durch die Masse geht es nicht mit dem Auto, mehr in den engen Kurven. Und da war er in der Rundenzeit war er um 3 Sekunden schneller wie ich, aber es hat einen riesen Spaß gemacht. Ich glaube, das erörtern wir dann gleich mal, oder dann lasse ich Selina Liebmann und dich mal alleine das Ganze erörtern. Ich kenne Speedway nun aus eigener Erfahrung als Kommentator, aber da könnt ihr beide euch mal ausgiebig drüber unterhalten. Eine Sache hätte ich jetzt noch gerne, bevor wir dich zum ersten Mal entlassen. Der Audi S1, dieser Riesenquattro, steht da hinten, da kann sich jetzt jeder angucken. Das Auto gehört einem Stuttgarter Sammler, Wolf-Dieter Ihle, den ich sehr gut kenne aus der Rallye-Szene. Der hat auch Sepp Wiegand mal gefördert zum Beispiel, ein hoffnungsvolles Talent aus Deutschland. Aber da jetzt jeder an dieses Monster wirklich ran kann, Walter, was muss man sich da angucken? Wo soll man mal drauf achten, um wirklich ein Gefühl zu kriegen für diesen Wahnsinn Gruppe B von damals? Ja, vielleicht im Innenraum, wenn man mal sieht, die ganzen Hebelchen, die ganzen Sicherungen, wo da drinnen sind, das ist schon sehr beeindruckend. Ansonsten ist das Auto von außen, das war ja das erste Auto, wo richtig Flügel gehabt hat, weil man eben einfach versucht hat, diesen Nachteil, dass der Motor vor der Vorderachse ist, das war eben das große Problem beim Audi. Der war unheimlich gut auf schnellen Sachen, weil er sehr stabil war, aber halt in engen Kurven ist es vollkommen klar, wenn die Masse vor der Vorderachse ist, dass er nicht einlenken will, dass er untersteuert. Und da hat man natürlich dann versucht, von vorne möglichst viel Gewicht wegzubringen. Das hat dann da so geändert, dass wir zum Schluss den Kühler hinten drin gehabt haben. Die Lichtmaschine, das wurde alles im Kofferraum verlegt, damit das Gewicht ein bisschen besser wurde und die Flügel natürlich, damit die Balance ein bisschen besser wurde. Und als wir dann 85 Sanremo gewonnen haben, da war der Piëch auch zufrieden. Er wollte halt unbedingt zeigen, dass das auch mit diesem Auto geht. Der Fehler war damals, dass der Audi ist natürlich ein absolutes Serienauto und die anderen haben inzwischen reine Wettbewerbsautos gebaut. Peugeot und Lancia, das waren absolute Autos, die nur konstruiert wurden, um Rallye zu fahren, während von Audi ist ein vollkommen serienmäßiges Auto gebaut. Dann würde ich sagen, wir entlassen Walter Röhrl erstmal mit dem gebotenen Applaus für die erste Runde. Ich möchte noch was sagen. Ihr werdet ja alle sagen, wie geht das, wie kann das überhaupt funktionieren, dass der Walter noch Wasser verkimmt. Ja, aber indem ich 10.000 Euro kriege. Weißt du das noch gar nicht? Das hast du jetzt vorher sagen müssen. Nein, aber ich möchte das jetzt ganz kurz sagen. Und eigentlich eine ganz verrückte Sache. 1986, im Früh Januar oder Februar war es, war ich mit meinem Spezi, Wolfi Stegel, haben wir Bergwachtdienst gehabt auf der Kampenwand. Und dann haben wir erfahren, unten im Tal gibt es einen Hang, da dort Audi mit Walter Röhrl Autos vorführen. Wir zwei haben das gehört, wir haben gesagt, da müssen wir hin. Dann wollten wir hinfahren, haben wir nicht dürfen, weil wir einen Dienst gehabt haben. Und eine Stunde später, stellt euch vor, stehe ich am Schlepplift da, steht der Walter Röhrl neben mir. Mir ist noch ganz kalt runtergelaufen und ich bin ganz frech gewesen damals und habe gesagt, Herr Röhrl, könnt ihr mit einer mal mitfahren? Die anderen haben gesagt, der ist nicht ganz sauber. Du kannst doch nicht dem fragen, ob du mitfahren kannst. Dann sagt der Walter, ich bin nicht der Herr Röhrl, ich bin der Walter, gib mir deine Adresse und dann melde ich mich bei dir. Und tatsächlich ein paar Tage oder eine Woche später habe ich einen Brief gekriegt, Auto und Ski mit Walter Röhrl im Stubaital. Wir haben natürlich durchgetragen, wir waren gerade so ein bisschen über 20 und haben gesagt, da müssen wir hin. Und seitdem ist eigentlich die Freundschaft, das hat sich so ergeben, wir waren öfter schon miteinander Skifahren, wir haben uns bei Frelle getroffen und seitdem ist es. Und vor einem halben Jahr habe ich gefragt, ob er kommen da zu uns, weil wir immer so Events machen und mich freue mich total, dass das so geklappt hat. Super, danke nochmal, gell? Kein Problem. Kannst du nicht sagen, du bist noch ein bisschen hier, du kannst vielleicht den Leuten auch am Auto ein bisschen was erklären, wenn sie mögen, oder Autogramme geben und wir hören uns nachher nochmal wieder hier. Na, habe ich euch zu viel versprochen? Das war doch ein unglaubliches Erlebnis, diese Gesprächsrunde.
in Wasserburg am Inn mit Walter Röhrl. Aufgenommen am 3. Oktober auf dem Firmengelände von Huber, mein Lebensgefühl beim großen Oldtimer-Treffen von Inisa Racing, einer Veranstaltung, die man nur rundum als sehr gelungen bezeichnen kann und die viel getan hat, auch für den Unternehmens- bzw. Vereinszweck von Inisa Racing, nämlich den Bahnsport Speedway mit Selina Liebmann, Ice Speedway und Flat Track zu fördern, neue Freunde dafür zu gewinnen und auch über die Eintrittskosten für den VIP-Bereich, wo die Moderation stattgefunden hat, Einnahmen in die Vereinskasse zu spülen. Hat funktioniert, ist gigantisch angenommen worden. Darum gibt es nachher im Laufe der Woche auch noch eine weitere Talkshow hier auf Pitwalk TV mit Walter Röhrl, dann auch mit Selina Liebmann an seiner Seite. Solange bin ich natürlich gespannt, ob es euch gefallen hat, könnt ihr ja mal unten in die Kommentare reinschreiben und natürlich noch viel mehr, was ihr davon haltet, was Walter Röhrl gesagt hat. War der Motorsport früher wirklich schwieriger, anspruchsvoller? Oder ist das nur das übliche Gerede alternder Männer? Und da beziehe ich mich schon mit einem mit über 50, die sagen, früher sei ja sowieso immer alles besser gewesen. Denkt mal ein bisschen drüber nach. War es früher besser? Warum war es früher besser? Was hat euch damals an Walter Röhrl so fasziniert, wie es mich fasziniert hat als kleiner 13-jähriger Bube, als ich zum ersten Mal auf ihn aufmerksam geworden bin? Würde mich freuen, möglichst viele Rückmeldungen in den Kommentaren unten unter diesem Video zu haben. Und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr noch einmal auf die Internetseite pitwalk.de schaut und dort ganz gezielt Ausschau haltet nach diesen beiden Magazinen. Heft 36 mit der Würdigung von Walter Röhrl als Rallyefahrer mit vielen Dönekes und Geschichten und bereits Ausgabe 4 aus der absoluten Frühphase von Deutschlands größter Motorsportzeitschrift mit einer Mitfahrt an der Seite von Walter Röhrl in Alès in Südfrankreich in der Camargue in einem Porsche 911 von Romain Dumas. Dazu das Heft hinter mir, das ist die ganz neue Ausgabe mit einer anderen Legende des deutschen Motorsports, die mindestens genauso viel Spaß zu interviewen und zu treffen macht, nämlich mit Harald Nippel-Groß, dem Unikum aus Essen. Und auch das wird sich sicherlich lohnen, diese Ausgabe noch zu bestellen. Drum eilt schnell rüber auf die Internetseite pitwalk.de und geht dort in den Shop und lasst in der Zwischenzeit natürlich auch eure Kommentare da. Freut euch schon auf die Fortsetzung von der Talkrunde mit Walter Röhrl. Teil 2 aus Wasserburg am Inn vom Oldtimer-Treffen von Inisa Racing. Der folgt schon bald. Bis dahin danke für viele Kommentare. Danke fürs Bestellen der Ausgaben, die sich mit Sicherheit lohnen werden. Und natürlich vor allen Dingen danke fürs Reinschauen hier. Bis bald, euer Norbert Okenga.